Atmung spielt eine ganz zentrale Rolle, weil ohne Atmung gibt es kein Leben. Das Fehlen von Atmung bedeutet auch gleichzeitig Stillstand. Und über Atmung können wir auch eine enorme Kraft entwickeln, wenn Atmung richtig eingesetzt wird. Aikido ist eine Selbstverteidigungsform, die über einen Zeitraum von ca. 50 Jahren erfunden worden ist in Japan von einem Mann namens Morihei Ueshiba. Der Aspekt, der Aikido wahrscheinlich am meisten von den anderen Kampfkünsten unterscheidet, ist die Art und Weise, wie wir zusammen trainieren. Also die Rollen von Uke, der Angreifer, und die Rolle von Tori, der Verteidiger. Diese beiden Rollen stehen in einem harmonischen Verhältnis. Es braucht den Angreifer, dass ich eine Technik machen kann. Also es braucht auch diesen kontinuierlichen Energiefluss vom Angreifer, dass der Verteidiger die Technik machen kann. Und wenn die Energie nicht kommt, dann kann auch keine Technik stattfinden. Die leichteste Ebene, die nennt sich Kigata, da wird fast nicht berührt. Bei diesen großen Bewegungen geht es rein darum, dass wir einen Energiefluss aufbauen. Dann gibt es eine zweite Form, die nennt sich Tanren. Tanren ist der Moment, wo ich den Angreifer mich wirklich greifen lasse. Da wird sehr viel Kraftaufwand betrieben. Da geht es auch sehr stark darum, dass ich lerne, mich optimal zu bewegen, um mich so befreien zu können. Die dritte Ebene, die lässt sich fast nicht üben, die nennt sich Shinken. Da geht es um realistisches Training. Da geht es genau darum, was passiert, wenn einer angegriffen wird, wie verteidigt man sich. Und das sind auch die schnellsten und sehr direktesten Bewegungen, die da ausgeführt werden. Aikido ist grundsätzlich eine waffenlose Selbstverteidigung. Wir benutzen aber Elemente aus der Schwertkunst, um bestimmte Aspekte von Energiefluss, von Techniken sichtbar zu machen. Yeah!